Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Ja, wir sind nach wie vor dabei, unsere Basis bzw. unser kleines Häuschen hier zu verbessern. Wir stellen nach wie vor noch Metall her, haben jetzt gerade unser erstes Glasgefäß bekommen. Ich hoffe, dass ich mit diesem Glasgefäß jetzt dann nachts Glühwürmchen fangen kann. Denn wir haben ja noch die Aufgabe, dass wir die Glühwürmchen dem Fischer geben sollen, dass der uns die Angel schenkt. Denn ich war auch zu geizig, mir eine Angel letztendlich halt zu kaufen. Und dann machen wir das Ganze halt so. Wir brauchen hier 30 Feuer. Meine ganzen schönen Stöckchen. Ja, ich sollte vielleicht hier auch Feuerholz herstellen. Oh. Ah, wie? Ah, nein. Okay, das hätte ich vorher wissen müssen. Ich kann aus zwei Eisenstücken jetzt zwei Eisenbahnzug gleichzeitig herstellen. Im Ofen Stufe 1 geht leider nur ein Eisenbahn. Im Ofen Stufe 2 kann ich gleich zwei auf einmal herstellen. Hätte ich das gewusst, hätte ich den Ofen doch verbessert und nicht einzeln gebaut. Denn ich brauche hier weniger... Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, kostet mich das doppelt viel Brennstoff? Ich muss immer nachschauen. Wenn es mich natürlich nur 30 Brennstoff kostet und ich zwei herstellen kann, ist natürlich eine extreme Ersparnis. Das heißt, ich werde den Ofen hier abreißen müssen wieder und werde dann alles in dem einen Ofen machen, weil es einfach viel, viel sinnvoller ist. Okay, wir brauchen definitiv erstmal mehr Brennholz. Das heißt, wir werden jetzt erstmal... Ja, komm, gleich mal hier mehrere Aufträge. Auf jeden Fall mal für vier Brennholz Aufträge raushauen. Wir brauchen viel, viel mehr Brennholz jetzt für die beiden Öfen. Brennholz ist echt momentan so ein kleines Problemchen bei mir. Wir brauchen 200 rote von diesen Punkten letztendlich, damit wir da auch dementsprechend weiterkommen. Wir brauchen nämlich eine Kreissäge, das wäre so ziemlich das nächste. Außer die Karotten sind fertig und wir brauchen neuen Hanfsamen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das mit dem Samen momentan machen soll. Oh, hier so Stein, sehr schön. Denn das ist ein kleines, aber ja, ein kleines Problem. Ich möchte mir nicht jedes Mal neu alles kaufen müssen, was die Samen anbetrifft, sondern ich würde die gern irgendwie nachhaltig, ja, mir selber rausernten und dann selber, ja, wieder hochziehen, das Ganze. Halte ich nämlich für sinnvoller und mir sparen Geld, wo es geht. Deswegen wäre es, glaube ich, sinnvoller, wirklich das Ganze auf, ja, Nachhaltigkeit zu machen. So. Okay, Friedhof müssen wir auch aufwerten. Dazu brauchen wir erstmal eine neue Leiche. Die Karotten sollten jetzt heute eigentlich noch so weit sein, dass ich die ernten kann. Dann kann ich die neben Esel in den Hals schieben. Und dann hoffentlich ist es soweit, dass wir hier auch weiterkommen. Ich würde fast sagen, wir könnten eigentlich mal in die Stadt gehen. Ich würde nämlich gerne ein bisschen was verkaufen, um wieder ein bisschen Geld zu machen. Und zwar könnten wir verkaufen die rostige Axt und die Spitzhacke unter anderem. Wir legen hier einmal rein, das kommt zu Essen, die Fledermausflügel kommen mal hier rein, das hier rein. Hanfsamen bräuchte ich eine Kiste. Ah, Glas ist fertig. Jetzt schauen wir mal schnell nach und zwar... Nee, kostet 30, scheiße, okay. Ja, es lohnt sich wirklich dann hier dementsprechend da lieber das Ganze. Also wir lassen ihn jetzt ausbrennen. Solange wir hier noch 130 drin haben, werden wir das jetzt noch verbrauchen. Wir werden dann hier alles drin schmelzen, weil es einfach viel besser ist. Ah, die Karotten sind fertig geworden, sehr hübsch. Kriegen wir da 10 raus? 7, war ja klar. Karottensamen, 3 von 4. Hätte ich mal lieber gleich mehr gekauft, ich Geizhals. Okay, unser Inventar ist voll. Wir haben hier Samen und Weizen rumliegen. Hier haben wir jetzt, ja, sehr schön. Jetzt können wir nicht Kompost herstellen. Wir brauchen leeres Bild, Komposthaufen, nee, ich brauche eine Kiste. Musste ich die lernen, die Kiste? Gute Frage, nächste Frage. Weizen haben wir jetzt hier auch dann wieder. Boah, so langsam kriegen wir ein Problem mit dem ganzen Material im Moment. Also, das macht es jetzt nicht einfach auf jeden Fall. Wir legen einmal Karottensamen, nein, den Pilz hier rein. Leitfaden für Geistliche. Oh, cool. Ah, den habe ich vom Bischof bekommen. Den können wir gleich mal verbrauchen. Erntabfälle, hier haben wir Hanf. Habe ich noch irgendwas, was hier rein kann? Wo ist der Fledermausflügel? Ah, den habe ich jetzt doch draußen gelegt, glaube ich, oder? Die Kiste. Wir lernen auf jeden Fall erstmal das hier benutzen. So, dann haben wir die nochmal ein bisschen mehr Platz. Ich bräuchte eine Kiste für die Beete. Aber muss ich die lernen? Wo haben wir es denn? Hier. Ah, Bingo. Kiste, Beet mit Stäben. Hier unten haben wir pflanzt einen Bärenbusch. Brauchen wir auch noch. Imkerei, Honig brauchen wir auch noch. Ach Gott, das kostet mich jetzt wieder 10 Punkte, aber wir brauchen die Kiste freischalten.
zwangsweise, denn ich muss die ganze Samen jetzt dann irgendwo mal lagern. Wir werden uns jetzt dann auch gleich nochmal Samen kaufen gehen müssen, das heißt Karottensamen werden wir jetzt nochmal brauchen, dann muss ich leider nochmal Karotten anbauen. Wäre ich mal nicht ganz so geizig gewesen, aber gut, so ist es leider. 4 Balken, 4 Nägel und Eisenstücke haben wir dabei. 4 Balken, 4 Nägel. 4 Balken und 4 Nägel kriegen wir wohl hin, oder? Balken 6 Stück, sehr schön. Und Nägel kriegen wir auch zusammen. Ich glaube allerdings, mein Taschenplatz reicht gerade nicht mehr. Ja. Wir haben ein Platzproblem. Wir haben ein gewaltiges Platzproblem. Hier kommt Brennholz rein. Stein kommt hier rein. Glaube muss woanders rein. Hier kommt noch ein Metall rein. So. Die haben wir. Dann brauchen wir Nägel. Und den Rest haben wir soweit. Bingo. Dann können wir uns die Kiste bauen, können da nämlich das Ganze, die ganzen Samen reinlegen. Dann passt das soweit. So. Kiste. Ach Gott. Echt nur da. Ah! Na, sehr schön. Die kann man wenigstens mal sinnvoll drehen. Das ist das erste Item in dem Game, was man sinnvoll drehen kann. Es ist der Wahnsinn. Okay, die können wir dann hier hinbauen. Und dann kann hier Samen, Karotten, das Zeug rein, das, das. Und dann haben wir wieder Platz ohne Ende. So, wir haben jetzt Nacht. Ich könnte, glaube ich, kann ich hier die Glühwürmchen jetzt fangen oder nicht fangen? Nutzen, zerstören. Nee, das geht nicht. Kann ich denn die Glühwürmchen fangen? Brauche ich dazu ein Netz? Das wäre ja voll sinnfrei. Ja, wobei, sinnfrei wäre es nicht. Das wäre eigentlich sinnvoll, wenn man ein Netz bräuchte, um die Glühwürmchen zu fangen. Kann ich die fangen? Nutzen, zerstören? Wie kann ich Glühwürmchen fangen? Ich habe jetzt hier Gläser, kegelförmiges Gefäß. Ich habe gedacht, ich kann die hier fangen, aber... Das kostet mich Energie. Um alles in der Welt kann ich Glühwürmchen fangen. Boah, cool. Gleich 2 Stück. Sehr nice. Einmal Platz machen, bitte. Wie kann ich die Glühwürmchen fangen? Halt, da rein. Ich glaube, da muss ich mich nochmal schlau machen. Also mit den Glühwürmchen erschließt sie mir gerade nicht ganz so. Ich habe ein Glas. Ich kann das Glas leider nicht irgendwie unten reinziehen. Ich soll Glühwürmchen für ihn in einem Glas fangen. Hab das Glas. Aber wie mache ich das mit den Glühwürmchen? Ich kann es hier unten nicht reinziehen. Ich kann es nicht benutzen. Ich kann es auch... Also ausrüsten geht leider nicht. Wie fange ich ihm seine Glühwürmchen? NPCs. Wo haben wir denn? Wo ist denn der Angler? Leuchtturmwärter? Nee. Bauer? Bauersohn? Kapitän? Honigtöpfe? 6 Motten. Handel mit Fischen und... Bringe 6 Motten. Da steht einfach nur, bringe 6 Motten. Aber wie ich die Motten einsammeln soll? Boah, okay, da muss ich mich, glaube ich, erstmal schlau machen. Wie soll ich denn die Motten einsammeln? Oh, und ich glaube, hier kann ich große Steine abbauen. Kann das sein? Nee, leider nicht. Schade. Irgendwo kann man auf jeden Fall nämlich auch noch große Steine abbauen und die dann ins Steinlager legen. Und damit kann ich dann besser, ja, habe ich viel mehr Steine zur Verfügung. Wir legen uns schnell mal schlafen, solange noch ein bisschen Nacht ist. Das mit den Motten ist jetzt schwierig. Das mit den Motten muss ich mir mal ausdenken. Wie soll ich denn die Motten fangen? Eigentlich mit einem Netz dann noch, mit so einem Kescher halt. Die Frage ist, wo ich das Ding hernehmen soll. Okay, das ist fertig. Brennholz. Zählt das eigentlich hier auch? Ja, oder? Ja, Brennholz. Boah, 100. Der brennt, glaube ich, sogar besser, der Ofenstufe 2. Kann das sein? Hier bringt Brennholz 100. Ich glaube, das bringt nur 90 bei dem anderen. So, gleich nochmal 3-mal Brennholz herstellen. Wir haben es ja momentan. Okay, wir haben die Kiste. Wir müssen jetzt nochmal zum Bauern. Wir brauchen jetzt erstmal Karottensamen. Damit wir den Esel endlich zufriedenstellen können, brauchen wir Karottensamen. Kriegen hier auch rote Punkte raus. Gehen aber, wenn wir sowieso mal auf halbem Weg sind, gleich nochmal zum Schmied und verkaufen hier dementsprechend die Werkzeuge. Ruiniertes Buch, das brauchen wir später noch. Hier können wir auch noch bauen. Was können wir hier eigentlich bauen? Garten. Ah, da brauchen wir auch noch. Boah, ja. Man kann wirklich viel machen. Ich glaube, ich kaufe mir die Karotten sogar. Ich habe im Moment, irgendwie fehlt mir gerade die Motivation, nochmal Karotten anzupflanzen. Das mit den 7 war ein bisschen blöd. Hätte ich mal lieber gleich mehr Samen gekauft.
Okay, wir gehen jetzt erstmal zum Karotten, beziehungsweise zum Bauern, kaufen Karottensamen, dann zum Schmied. Vielleicht mal bei einem Holzfäller oben vorbeischauen im Dorf, wenn wir ja sowieso schon mal unterwegs sind. Wäre, glaube ich, auch ganz sinnvoll. Und hatte er nicht auch eine Aufgabe für uns? Und vielleicht sollen wir mal mit dem Herrn, mit den Motten reden. Vielleicht komme ich da dann durch ihn nochmal ein bisschen weiter. Karottensamen. Acht Stück, das reicht für... Ne, Moment, ich brauche 5 pro B. Das heißt, ich brauche... 10. 8 Silber haben wir im Moment. Gar nicht so wenig, finde ich. Das reicht jetzt für 2 Beete Karotten. Oder was kostet mich denn Karotten bei dir? Handeln. Karotten kosten mich... 1 Silber. Bist du wahnsinnig? Vergiss es. Wir haben ja erst 8 Silber. Die sind hart verdient, die 8 Silber. Das kann er vergessen. Hallo? Zahl doch nicht so viel für 10 Karotten. Vor allem der Esel will, glaube ich, jedes Mal 10 Karotten. Also das mit den Samen rausbekommen, muss ich mal schauen, ob es da einen Perk vielleicht gibt oder irgendwas anderes. Der Händler ist auch gerade da. Wir haben gerade den Händlertag. Der will Schlupfgras und ein Gold für den Garten, was wir nicht haben. Aber er hätte Goldschmuckverzierung. Ah, die werde ich später... Traubenkerne? Traubenkerne. Bündiger Fisch. Die werde ich später höchstwahrscheinlich für die Kirche brauchen, um die Kirche wieder aufwerten zu können. Oh, cool, ich kann hier... Cool, ich kann im Dorf kann ich Stein abbauen. Cool. Okay. Wir wollen zum Schmied. Bei uns sind Karotten. Kann ich die klauen? Schade. Schade. Aber da waren, das sind fertige Karotten. Die hätte ich gerne mitgenommen. Na, hallo. Ja gut, dann kommt's halt weg. Was ist das hier? Ne, auch nur ein Busch, oder? Hier liegt aber auch irgendwelches Zeug rum. Schade, dass man es nicht einsammeln kann. Also, das Abbauen ist jetzt nicht sinnfrei, was ich hier mache, sondern wir brauchen sowieso die roten Punkte, mal abgesehen davon. So, dir können wir allerdings die hier verkaufen und die hier verkaufen. Die bringen 1 Silber 50. Das lohnt sich, würde ich sagen. So, dann haben wir Schwerter, brauchen wir von ihm nicht. Stahl oder Metallbahn kosten mich zu viel. Die stelle ich mir lieber selber her. Wir gehen jetzt einmal zu unserem Leuchtturmwärter. Auch wenn er gerade nicht da, also der Astrologe nicht da ist. Hier kann ich bei ihm, kann ich Hanf kaufen. Ding Dong, ich bin der Ding Dong, ich bin der Ding Dong. Mahlzeit. Wir kaufen nochmal 5 bei ihm. Ganzen Hanf brauche ich nicht kaufen, das kriegen wir auch so zusammen. Wie gesagt, jetzt mal beim Motten-Heini nachfragen. Vielleicht kann der mir irgendwie weiterhelfen, wie ich die Motten bekomme. Also ich bräuchte Hilfe auf jeden Fall. Sonst sieht es eher schlecht, glaube ich, aus für mich. Äpfel könnte ich... Äpfel nehmen wir mal nicht mit. Saft bringt mir nichts, wenn ich den habe. Gib ihm Motten. Wie kriege ich die Motten? Handeln. Ich kann eine Angel kaufen. 2 Silber, das sehe ich nicht ein. Wie kann... Ja, hilft mir leider nicht weiter, was Motten angeht. Wir brauchen noch mal ein bisschen unsere Energie. Wir brauchen sowieso Steine ohne Ende noch. Holz brauchen wir auch noch. Also verloren ist das Ganze nicht. Wir gehen jetzt wieder zurück. Dann haben wir jetzt den Tag. Ja, wir haben eingekauft zumindest. Geld ausgeben kann ich. schade. Ja. Hilft alles nichts. Okay. Wir gehen zurück, wir pflanzen die Karotten an. Ich brauche dringend neue Leichen, damit ich meinen Friedhof auf Stufe 30 aufwerten kann. Wir müssen auch mal wieder uns damit beschäftigen, Dinge herzustellen, das heißt zu kochen vor allem. Nicht nur Menschenfleisch. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Menschenfleisch. Auch vielleicht so eine schöne Kuh oder sowas wäre doch mal was Feines. Weil ich glaube, sowas kriegen wir ja nicht. Dann brauchen wir noch weiteren Samen, Weizensamen und so weiter. Oh, kann ich bei ihm eigentlich... Ich hätte nochmal Weizensamen, glaube ich, kaufen sollen. Habe ich Weizensamen gekauft? Nee, oder? Hanfsamen? Karottensamen. Ich bräuchte nochmal Weizensamen. Beim Bauern. Hast du noch ein bisschen was? Weizensamen. Gib mir mal... 7. Damit wir da auch wieder anbauen können. Wir brauchen noch sehr, sehr viel Anbauzeug. Und ich muss mal... Ganz wichtig ist rauszufinden, wie ich hier dementsprechend... ja, so viel Samen rausbekommen, dass ich nach und nach weiter anbauen kann, ohne dass mir jedes Mal Samen dazu kaufen muss. Weil auf Dauer wird das echt kostspielig sonst. Cool, ich sehe noch meine Fußabdrücke. Das ist auch geil.
Das müssten meine sein, glaube ich. Okay, einmal hier hin. Ah, hier liegen... Ah, Maden. Der wollte aber Motten. Die aus Motten? Nee, aus Maden werden Motten? Nee, oder? So, Karottensamen. Hanfsamen. Moment, ich kann die Beete doch jetzt düngen, oder? Torf. Gefertigt einen Komposthaufen. Torf. Was ist das? Hä? Moment. Nee. Hier, jetzt habe ich da paar Mal mehrfach Torf rein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was diese Symbole bedeuten sollen. Ich kann jetzt hier, wenn ich Karottensamen anpflanzen. Ah, cool. Da ist jetzt Torf dabei. Ich meine, ich habe jetzt gedüngt. Wenn ich hier jetzt Weizen reinsetze, hier dünge, habe ich diese zwei Symbole. Ich glaube, ich muss da mehr Dünger reinhauen, oder? Bis sich die Symbole oben ändern. Das könnte es sein. Ich blick's ehrlich gesagt noch nicht ganz. Leeres Beet, 5 von 4. Das Coole ist, er nimmt jetzt gleich die Samen aus der Kiste raus. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr die Samen im Inventar haben, sondern kann alles aus der Kiste rausnehmen. Das ist wiederum geil. Das heißt, ich muss mir das Zeug nicht mit mir rumschleppen. Effekt bei Benutzung. Ich kann die Made essen. Ernsthaft? Wirklich? Nein, danke. Kann ich die Made irgendwie ins Glas reinbuxieren und dann vielleicht die Motten damit fangen? Ach cool, das geht? Ich kann die Made mir unten reinziehen. Das geht. Aber damit kann ich doch auch... Wir packen die erstmal hier rein. So, hier fehlt uns nach wie vor noch Zeug. Wir haben jetzt hier angebaut. Einmal mit, ja... Mit Torf zum Beispiel auch. So, hier können wir nochmal fertigen. Hier haben wir nochmal Glas. Sehr hübsch. Da fehlt uns Sand. Kegelförmiges Gefäß können wir gleich nochmal herstellen. Die werden wir später, glaube ich, brauchen und können die auch erforschen dementsprechend. Moment, Energie haben wir noch mehr als genug. Das Gebet muss weg. Glauben haben wir. Ich würde noch gerne die Schaufel erforschen und die Axt erforschen. Fledermausflügel können wir auch erforschen. Haben wir irgendwas, was blau pinnt? Balken beispielsweise. Brennholz müssen wir noch erforschen. Holzkeile müssen wir noch erforschen. Wir gehen jetzt erstmal in die Kirche, erforschen mal noch ein kleines bisschen. Dass wir da mal weiterkommen. Kriege ich den hier? Ja. Einmal bitte den... Nein, nicht den Pilz. Ich will den Stamm hier weg haben. Jetzt habe ich schon zweimal diesen blöden Pilz abgefarmt. So, wir brauchen nämlich ganz dringend Leichen. Danach müssen wir unseren Friedhof, die Gräber können wir auch nochmal ein bisschen aufwerten auf jeden Fall. Also, boah, langweilig wird uns in dem Game echt halt nicht. Aber das ist das Schöne. So, ah! Einfache Eisenstücke, Holzbalken. Achso, dazu haben wir eine Kreissäge gebraucht. Schade, die Schlange wäre gerade da. Funktioniert so aber leider nicht. Den Schlüssel können wir nicht erforschen. Machen wir hier das hier. Untersuchen. Gibt rote Punkte. Wir brauchen 200 rote Punkte für die Kreissäge, damit wir da dementsprechend den Weg frei kriegen zur Schlange. Und da... Ja, das hilft einiges. Ah, und wir brauchen wieder Wissenschaft. Papier. Ja, komm. So, das hier. Untersuchen 2. Ich hau jetzt mal einen Glauben raus im Moment. Der nächste Kirchentag kommt bestimmt. Ja, komm hier. Das geht auch noch. Und dann haben wir es eigentlich soweit. So, kann in nichts zerfallen. Oh, jetzt habe ich gar nicht gelesen, ob es in irgendwas zerfallen kann. Geschichte haben wir rausgekriegt. Cool. 4 Geschichten mittlerweile. Das kann mal hier rein. Ah, scheiße, die Axt wollte ich erforschen. Dazu brauche ich auch mehr Glauben. Die braucht 2 Glauben Minimum. Das geht so nicht. Okay. Nächstes Ding, was ich brauche, Kreissäge. Ja, Kreissäge ist jetzt erstmal das nächste. Später dann noch die Geschichte und so weiter und so fort. Kiste, was haben wir hier eigentlich noch drin? Nichts. Nichts ist immer am besten. Okay. Kreissäge. Das nächste... Oh, hier wachsen gerade die Bäume nach, wie man sieht. Das ist sehr hübsch. Das nächste, was wir brauchen, ist die Kreissäge. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal darum.
So, das Zeug wächst. Karotten, sehr schön. Weizen und so weiter können wir später zum Backen nehmen. Kreissäge. Uns fehlen noch... Nee, wir haben 200. Sehr schön. Perfekt. So muss es laufen. Oh, Kreissäge. Kreissäge lernen. Freischalten ist, glaube ich, wirklich das Nächste, was wir dringend brauchen werden. Kreissäge brauchen wir... Boah. 10, ernsthaft? 10 Eisenstücke. Okay, 10 komplexe Eisenstücke. Ja, die kosten mich so viel Energie. Da nochmal. Wieso ist das ein... Ach, das ist ein blauer Punkt mit einem roten Punkt. Geil, wenn wir Glas herstellen, kriegen wir blaue Punkte raus. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut zu wissen. Wir haben, wie viel? 5. Ah, das reicht nicht mal ansatzweise. Gläser hier rein. Komplexe Eisenstücke, das ist echt teuer, die Kreissäge. Komm, einmal... Nee, einmal geht nicht mehr. Wir legen uns jetzt einmal schlafen, auch wenn dann Nacht ist. Wobei, wir haben hier noch... Brot könnte ich herstellen aus Teig. Und hier aus Pilzen. Gebratene Pilze, dreimal. Gibt 10 Energie zurück. Das mit dem Energie zurückgewinnen und so weiter wird aber, glaube ich, erst später relevant. Also im Moment ist es auch relativ egal, weil wir uns jedes Mal schlafen legen können. Allerdings, wenn wir irgendwie mal weiter reisen, beispielsweise, wäre es ganz sinnvoll, wenn wir unsere Energie so nämlich wieder aufladen können. Im Moment geht's aber. Komm hier, steh mal auf, mein Freund. Die Folgen gehen übrigens, also die letzte Folge war wirklich eine Ausnahme, weil ich da unten angerufen worden bin. Wie man sieht, die Folgen gehen jetzt immer ein kleines bisschen länger. Das mache ich gerne so. Da ist schon wieder ein blauer Punkt. Nice, her damit. Glas ist fertig. Wir bräuchten einmal Metall. Ganz dringend sogar. Und wir brauchen nochmal die Eisenstücke. Dann soll ich jetzt eigentlich 10 Stück haben. Können wir uns jetzt dann gleich nochmal schlafen legen, weil uns das wirklich sehr viel kostet. So, 10 Stück hiervon. Dann waren es... Balken waren es, glaube ich. Oder waren es Holzbretter? Wo ist sie? Kreissäge. Kreissäge. Holzplanken. 8 Holzplanken. Nägel haben wir sogar. Sehr hübsch. Holzplanken. 8 Stück. Boah, ernsthaft? Boah, die kosten uns nicht ganz so viel Energie, aber wir kriegen auch alles weg, glaube ich. Und wir müssen auch nochmal Holz zwischen reinmachen, weil so viel Holz... Ja, so viel Holz haben wir gar nicht. Was brauchen wir für die Holzplanken? Wir brauchen normale Balken, um daraus dann Holzplanken zu machen. Balken. Kriegen Gott sei Dank 6 Stück aus einem Holzscheit hier raus. Das ist schon mal sehr hübsch. Kostet uns allerdings wieder Energie ohne Ende. Und jetzt können wir uns über Nacht nochmal komplett schlafen legen. Und dann haben wir die Kreissäge. Ich würde eigentlich sagen, die Kreissäge dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir unbedingt noch ein Gefällt mir da für die Folge. Dann sehen es nämlich sehr viele andere Menschen auf meinem Kanal hoffentlich. Oder stoßen auf meinen Kanal überhaupt. Erstmal könnt ihr hier die Folgen ansehen. Abonniert mich auch bitte, wenn ihr mich noch nicht abonniert haben solltet. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Graveyard Keeper wieder. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Macht's gut.